Herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ja, wir machen gerade einen kleinen Ausflug über unser Weizenfeld. Ne, darum wird es nämlich auch gleich ein bisschen weitergehen, denn uns geht langsam ein wenig das Brot aus. Und bevor die Leute wieder am Rummaulen sind, habe ich mir gedacht, bauen wir doch gleich mal nochmal ein paar Bäckereien und eine Mühle. Und dann würde ich sagen, legen wir doch auch gleich los. Zack. So, ich sehe gerade, eine Mühle haben wir, glaube ich, schon wieder gebaut, denn die haben wir umplatziert. Die Mühlen jetzt fleißig da hinten rum und unser Lagerhaus kann nicht mehr. Zack, da ändern wir was dran. Einmal aufgerüstet und dann sollte das wieder besser gehen. Wir haben auf jeden Fall schon mal mehr Bier gebraut. Das ist erstmal ein guter Anfang. Da schauen wir mal, ob sich das hier auch... Ja, ist wieder steigend. Das ist schon mal sehr schön. Mehl ist auch schon mal wieder steigend. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass das Brot wieder anfängt, ein bisschen mehr zu werden. Aber ich glaube, für einen Notfall bauen wir einmal noch eine zweite Bäckerei. Oder eine dritte. Aber, nö, sieht ganz gut aus eigentlich. Wir könnten mal gucken, für Items haben, die uns dabei helfen könnten. Produktivität plus 40%. Alle Schreinereien. Ja, das bringt uns nichts. Wer noch? Holzfäller hätten Produktivität gesteigert. Ja, gut, okay. Weniger Arbeitskraft erforderlich, kann Vorteile haben. Gerade in solchen Bezirken hier. Arbeitskräfte erforderlich, aber Unterhaltskosten plus 10%. Ja, gut, okay. Wir lassen das erstmal so. So, was haben wir denn zuletzt gemacht? Ich meine, wir haben uns Pelze rangeholt, also Pelzmäntel. Und die sind auch glücklicherweise schon da. Und dann gucken wir doch mal, wie hier die Entwicklung ist. Steigend, nimmt zu, plus 1. Das ist ja erstmal ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen die Herrschaften ab 1500 eine Uni haben. Würde ich sagen, bringen wir das Ganze doch erstmal auf 1500 hoch. Zack, fangen wir hier vorne an. Alles mehr so Richtung Hafen orientiert. Was ist denn hier los? Es reicht wahrscheinlich aber noch nicht, aber irgendwas fehlt zum Ausbau. Nö. So, damit, oh, ja gut, die müssen sich jetzt erst damit befüllen. Damit sind wir bei, können einfach hier hinten gucken bei Uni, 1481. Ein paar ziehen noch ein und dann haben wir gleich genug für eine Uni. Herrlich. Die Frage ist, wo bauen wir die hin? Ich weiß auch gar nicht, wie groß die ist. Kann ich die eigentlich im Blueprint-Modus bauen? Das wäre noch eine coole Änderung. Aber gut, wir rüsten einfach hier fleißig weiter auf. Können wir schon? Ja. Warum kann ich auch nicht aufrüsten? Ach, ihr kommt nicht richtig an die Schule ran. Na, das ist bescheiden. Ja, ihr holt noch fleißig. Müsste mittlerweile auch fast Kotzgrenze sein. Nö, geht noch. Wirtshaus wird langsam eng. Aber gut. Ich weiß nicht, ob sich das in der Ecke hier noch lohnt, da was zu machen. Und ein Wirtshaus neben die Kirche ballern, ist irgendwie auch ätzend. So, aber da haben wir es. Einmal Universität und das Museum. Museum ist interessant. Ich mache mal ein bisschen schneller, wir brauchen Steine dringend. Ne, das wird hier nämlich echt teuer. Museum können wir unsere schönen Sachen hier langsam mal ausstellen, die wir haben. Ich habe gerade nur nichts, wo ich das einsehen kann. Da. Du bist auch hässlich wie die Nacht, du scheiß Lagerhalle. Nämlich unsere bemalten Steine, unser erleuchtetes Manuskript. Das nicht, aber die Sachen hier. Oh, im Rathaus. Zusätzliche Zufriedenheit plus 12. Oh, das rüsten wir aus. Unterhaltskosten plus 15%. Attraktivität plus 15. Naja. Wir gucken mal, wie sich das auswirkt. Wie ist denn 3478? 3479, ja, das nehmen wir doch glatt, ne? Sind wir erstmal im Plus und wenn hier die noch weiter aufsteigen, sollte das noch besser werden. Und machen wir die Leute noch mal ein bisschen zufriedener hier.
hoffe, dass dadurch auch die Attraktivität ein bisschen steigt. Und dann müssen wir gucken, wo wir unsere Uni unterbringen. Eventuell machen wir es hier ein bisschen zentraler oder hier, wenn die Ecke reicht. Das können wir eigentlich schon gucken. Ja. Und dann hat die auch einen ziemlich mächtigen Einflussbereich. Ja, das ist doch problemlos möglich. Wir müssen nur auf die 50 Steine kommen. Das kommt dahin, unser Museum. Das braucht wieder ein bisschen mehr Platz. Können wir das hier noch hinbauen? Könnten wir hier so ein bisschen die archäologischen Fundstücke ausstellen? Ja, so passt es nicht. Passt nur so. Sieht auch von beiden Seiten gleich aus. Obwohl, ich glaube, ne, beide Seiten gleich. Dann würde das hier hinkommen. Und dann können wir, kriegen wir hier Grabungsstätten hin? Ja. Können wir hier so um den Berg rum? Ah, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich glaube, ich hätte da lieber Häuser. Zum Zoo direkt wollte ich es auch nicht packen. Der Einflusskreis ist anscheinend so fast die ganze Insel, ey. Ist, glaube ich, auch kein normales Bedürfnis, sondern einfach nur zur Attraktivitätssteigerung. Aber hier wird ja gebuddelt. Würde ja so ein Museum auch ganz cool kommen. Haben sie beim Ausbuddeln gefunden. Aber wir stellen das mal dahin. Ja. Und dann kicken wir mal. Nochmal drüber schauen. Na, lass es, okay. Katastrophale Explosion. Wollen wir es mal lektorieren? Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Schiff unter Beschuss. Ja, natürlich, gerade wenn ich das mal mache. Zack, ihre Familie ist in Gefahr. Los geht's. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Nein, das war... schön geredet. Was wird denn hier angegriffen? Ihr pissigen Piraten geht mir langsam ganz schön auf den Sender. Ich bringe da jetzt erstmal Kriegsschiffe rüber. Alte Welt. So, hier haben wir 4 Stück. Dann setzt ihr jetzt rüber in die neue Welt. Jo. Wie ist euer Ladezustand? Auch okay. Oh, sag mal. Ja, es wird Zeit. Und das sinkt auch. Verdammte Scheiße. Nee, da kommt die Fregatte. Ist das eine Fregatte? Ja. Genau, nimm die Panama unter Feuer. Und dann gucken wir mal, dass wir hier was zur Reparatur hinbatschen. Weil sonst ist hier bald Sense. Ja, wo musst du denn hin, ey? Gut, das ist eine echt lange Strecke. Hier bauen. Meinst du? Du kriegst jetzt ordentlich auf den Sack, mein Freund. Ja, das sehe ich. Langsam. So. Welche Handelsroute hat er mir da jetzt zerballert? Die hier. Haben wir noch ein Schiff da? Tollkühner Tümmler. So. Wehrhaft würde ich das nennen. Und jetzt kommt hier erstmal ein Reparaturkran hin. Damit das zumindest teilweise wieder ein bisschen in den Griff kriegen. Mal so. Und der Optik halber haben wir nicht genug Steine. Scheiße. Egal. Er steht jetzt erstmal da. Und sollte das irgendwie hinkriegen. Und dann bauen wir hier fleißig weiter. Schiffe und vor allem müssen wir gleich mal unsere Kanonenproduktion ausweiten, dass wir hier mal für Verteidigung sorgen. Das geht ja so nicht weiter. So, wo war ich denn gerade? Erstmal checke ich nochmal, wie das jetzt mit dem Brot läuft. Bier sieht gut aus, sieht auch gut aus. Das stagniert, können wir demnächst mal erweitern. Wo ist denn mein Brot? Mehl okay, Brot okay. Gut, Arbeitskleidung okay, Fisch okay,
Kartoffeln und Schnaps nehmen ab. Das regeln wir gleich. Aber erst ziehen wir hier unser Museum hoch. Batz. Und stellen aus. Erstmal das. Oh, die sind ja gar nicht einheitlich groß. Das ist ja interessant. Ja, machen wir das so. Zack, da kommt die Schriftrolle rein. Das sieht ja schon ganz cool aus, ne? Muss man dem Spielchen ja lassen. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man das nicht nochmal ein Stückchen entfernt bauen kann. Aber gut. Wir finden garantiert nochmal welche. Deswegen so. Und dann machen wir das Ganze gleich noch ein bisschen schick. Jetzt ziehen wir hier einen Weg ran. Passt da noch einer daneben? Nee. Dann machen wir das nicht. So. Damit die da nicht so leer langlaufen. Da ein. Und da zwei. Und hier lassen wir noch offen. Dann kommt da so eine Kante ran. Zack. Und da so ein Durchgang. Und da auch. Hier stellen wir alles schön voll mit Bäumen, die es hier nicht mehr gibt. So. So. Da können wir nochmal so eine Statue hinsetzen. Halt einen Sabbel. Ja, ja. Du blöder Penner. Denkmale. Ne, sowas will ich hier. Die passen hier gut. Ein bisschen ran. Einmal so. Einmal so. Obwohl, die würden auch cool kommen, wenn sie so. Ja. Machen wir einmal nochmal anders. Dann lassen wir die schön zum Museum gucken. Das sind die Kleinigkeiten. Und dann ziehen wir hier tatsächlich nochmal so eine Baumreihe lang. Obwohl, nee, nur bis hier. Handwerker, nein, Arbeiter, Bäume. Zumindest bis hier. Und dahinter machen wir ein paar Blümchen. Ganz easy. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Geht doch. Aber nur noch eins. Oh, oder auch nicht. Zwei. Und fahren wir erstmal hier zur Hauptinsel. Dann machen wir den Pier. Oh. Kriegt auch gleich auf den Sack, ey. Meine Fresse. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Sehr gut. Trab an hier. So, da muss ich mir zum Glück nicht so große Sorgen drum machen. Fotografieaufgabe, machen wir uns sicher. Unsere Gesellschaft ist in den letzten Jahren wirklich vorangekommen. Eine Frau kann jetzt im medizinischen Bereich Karriere machen, ein eigenes Einkommen haben und unabhängig sein, ohne dafür verachtet zu werden. Meine Kollegin und ich möchten den kommenden Generationen ein Vorbild sein. Könnten Sie also ein Foto von uns in Ihrer Zeitung veröffentlichen? Oh, Logo. Wo möchten das haben? Vom Krankenhaus, natürlich. Könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? So. Zack, das Spital. Und abschicken. Was kriegen wir Schönes? Es wurde ein Foto aufgenommen. Ja. Surprise, surprise. Natürlich haben Sie es geschafft. Vererbte Nähmaschine. Dieses Geschenk, sehen Sie, sollte man den Gruß, bla 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 bla. Bestimmt jetzt hier drin. Charakter-Item. Sehen Sie, so hat meine Großmutter gearbeitet. Und dank Ihnen gehe ich jetzt in eine Fabrik und bestimme selbst über mein Leben.
Okay. So, aber wieder in die alte Welt. Wir haben ganz schön viele Bauern, sehe ich gerade. Das können wir erstmal ändern. Die will ich hier nämlich nicht haben. Und Bretter alle. Na toll. Aber egal. So, wir haben unser Museum. Und noch eine Aufgabe. Eine Rätselaufgabe. Mein Junge begeistert sich für den Kampf der Arbeiter. Vielleicht zu sehr. Aktuell verteilt er Flugblätter an seine Schulkameraden mit dem Aufruf Schlafenszeiten, Willkür der Alten. Finde ich gut. So. Wo ist denn der kleine Revolutionär? So viele Schulen haben wir ja nicht. Na, wo ist er? Der kleine Revoluzer. Haben wir mehrere Schulen? Nö, eigentlich nur die. Gucken wir nochmal rein. Der Junge verteilt Flugblätter in einer ihrer Schulen. Er trägt ein blaues Hemd. Jo. Das ist ja sehr präzise. Eigentlich stehen die da immer so rundrum so ein bisschen. Hm. Ich meine, ich hab ne... Ah, da. Da streckt schon mal einer. Und der hat, glaube ich, auch ein blaues Hemd an. Warum kann ich den nicht anklicken? Das ist er doch. Da ist noch einer. Den kann ich auch nicht anklicken. Noch eine, die kann ich auch nicht anklicken. Was soll denn das? Das ist doch scheiße. Aber ich meine von einem Bug gelesen zu haben, dass einige Leute wohl Probleme hatten, Quests abzuschließen, beziehungsweise keine mehr bekommen haben. Und ich glaube, ich bin gerade Opfer davon. Gucken wir mal, ob das so geht. Der sieht doch so aus, als wäre er... Schiff vom Stapel gelaufen. Hm. Das ist ganz schön kacke. So, gleich noch eins hinterher. Achso, wird schon gebaut. Sehr schön. Das ist doch ganz schön kacke. Hm. Mehr Schulen habe ich aber auch nicht. Ich habe nur die eine. Eigentlich komme ich mit der auch aus. Was soll denn das? Geht nicht. Das wird mir wahrscheinlich nicht so viel Zufriedenheit bringen. Aber gut, geht dann halt nicht. So, würde ich sagen, bauen wir mal die Kanonenproduktion aus. Das war, glaube ich, hier. Ja. So, es braucht eigentlich nur Stahl. Wie sieht denn unser Stahlvorrat aus? Relativ gut. Die klatschen wir einfach daneben. 50 Arbeiter. Wo ist denn unsere erste? Da ist unsere erste. Dann bauen wir die hier hin. Schlock. Und dann werden wir nämlich mal anfangen, unsere Hafenanlagen hier so ein bisschen besser zu verteidigen. Und trotzdem, dass hier unser Wohnviertel ist, werde ich hier mal so eine Hafenanleger bauen. Na, wo haben wir sie? Hafenmeisterei, Hafendepot. Denn das verkürzt den Anreiseweg unserer Schiffe aus Übersee doch ordentlich. Ne? Also statt einmal hier noch rumschlubbern zu müssen, können die dann direkt hier fahren. Das ist dann vielleicht doch ein schöner Kompromiss und wir kriegen den Hafen ein bisschen schöner, größer. Ich muss noch einmal gucken, wo die waren. Anlegestelle. Zack. Was fehlt da? Bretter fehlen. Na, die haben wir gleich wieder. Das sollte ja recht flott gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die ein bisschen hier rauslegen können. Ja, die muss gar nicht.
direkt an Land sein. Das finde ich ja erstmal schön. Machen wir so. Und dann erweitern wir den Pier noch ein bisschen. Die Waffenruhe wurde beendet. Wenn wir dafür genug Steine haben. 36 haben wir definitiv nicht. Aber wir können hier nochmal lang ziehen. 18, die haben wir. Das ist zu lang. So ist gut. Dann müssen wir ein wenig warten. Auf eine Menge Steine, aber gut. Die Universität fehlt jetzt immer noch. Handwerker, Uni, die steht doch schon. Was brauchen wir da? Auch 30 Haus und 50 Steine. Meine Fresse. Ich könnte, bin ja immer wieder versucht, hier das Lehmvorkommen nochmal in Beschlag zu nehmen. Oh, was ist hier los? Es fehlt immer noch Hopfen. Ich habe ja langsam die Fresse voll hier. So. Wenn das hier so weitergeht, gehe ich auf Piratenjagd. Komm her hier. Also ich ziehe da noch ein Schiffchen rüber und dann ist hier Feierabend. Ich habe die Fresse voll. Neue Befehle? Der holt und bringt Schnaps. Ja, komm. Du Bier an Bord brauchen wir da drüben nicht. Ab in die neue Welt, ja. Und dann ist hier Feierabend. Ich habe die Schnauze echt gestrichen voll. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ach was. So, ich habe jetzt mal mein Handy auf lautlos gestellt. Diese ständige Rumgepiepe muss ja nicht sein. So. Haben wir eigentlich noch Expeditionen laufen? Ja. Hier. Abholaufgabe, die machen wir auch gleich. Diese Spuren könnten von Menschenfressern stammen. Der Aufklärungsbericht der Mannschaft trägt beängstigende Gerüchte von den zu erwartenden Bedrohungen vor. Entführte Männer und Frauen, Steinbrüche voller menschlicher Knochen und eine Gebirgskette, die undurchdringlich und ohne wertvolle Funde ist. Gerade als die Entdecker ihren Aufstieg beginnen, stoßen sie auf frische Spuren auf den getrockneten Blättern. Okay, die Spur meinen, die Spur verfolgen. Ich glaube, da ist was zu finden. Die Entdecker verlaufen sich und finden sich schließlich umstellt wieder. Die untrainierten Augen der Mannschaft können die Details nicht fassen. Die zeigen, dass die Gefahr nicht vor, sondern hinter ihnen liegt. Als sie schließlich die feindliche Präsenz wahrnimmt, drehen sich die Männer um, um etwas zu sehen, das ihre Erwartungen nicht erfüllte. Anstelle von Wilden mit durchbohrter Haut und Gürteln aus Menschenknochen treffen sie auf weiße Männer und Frauen mit blauen Augen und sehr zivilisierter Kleidung. Ach, guck mal. Ja, wir entschuldigen uns. Die Diplomatin schafft es schließlich, sich Gehör zu verschaffen. Sie murmelt eine Vielzahl fremder Worte, bis die Dorfbewohner von ihren Bemühungen gerührt antworten. Ihre Sprache ist verständlich, auch wenn sie aus längst vergessenen Ausdrücken besteht, die an ihre Vorfahren erinnern, von denen sie sagen, dass diese vor einigen Generationen hierher verstoßen wurden. Es besteht nur wenig Zweifel, aus welchem Land sie verstoßen wurden. Die Seeleute haben sich längst verzogen, bevor sie sich über die Geschichte oder Ernährungsgewohnheiten der Einwohner informieren konnten. Na, das war doch okay. Ein Schnäpper und weiter geht's. So, jetzt haben wir auch gleich wieder ein bisschen Ressourcen. Was fehlt denn jetzt noch? Immer noch Steine. Oh, nerv. Nerv, nerv, nerv. So, du wolltest was. Ich soll Treibgut holen. Machen wir. Fahr mal hin da. So, Schiff vom Stapel gelaufen. Muss das schon wieder hin? Wir hatten doch hier definitiv schon mehr als ein Schiff stehen. Naja. Bauen wir fleißig mehr. Ja, jetzt fehlt schon an Kanonen. Wer hat das gedacht? Absolut hoffnungslos. Der Mangel an Bier von schändlicher Misswirtschaft trocknet in Last Haven die Was? Ich habe doch hier Biernachschub gesorgt. Was ist denn da los? Tatsache. Ja, das ist nicht schön. Kein Platz
mehr frei. Also davon haben wir genug? Wie, ihr habt... Was führt sie zu uns? Volle Lager. So, wo ist das ganze Getreide? Was ist denn hier los? Achso, so. Das ist auch voll. So, wir haben auch genug Maische. Aber es fehlt immer noch an Hopfen. Das ist doch unglaublich. So. Ihr hingegen seid voll mit Hopfen. So, also beschippert mein Kahn nicht genug Hopfen. So, wo ist denn die Versorgungsroute mit Hopfen? Das ist natürlich alles ein bisschen viel, ne? Was ist hier los? Achso, kann ich ausgeliefert. Dann machen wir doch jetzt eine extra Handelsroute nur für Hopfen. Route einrichten, Handelsroute von Hopfenfruchtbarkeit. Hopfenfruchtbarkeit, wo haben wir die denn jetzt? Auf welcher Insel sind wir hier? Auf der, gut. Route einrichten von hier nach da. So, und dann nimmt hier erstmal eine Hopfen mit. Und zwar nicht zu knapp. Gleich zweimal. Zack, zack. Was haben wir da noch? Ein Schiffchen hier. Hier würde ich mich in der alten Welt. Wen haben wir da? Die Habicht. Kanonenboot. Ich. Die gute Fahrt. So, ich verballere hier meine schönen großen Kriegsschiffe für irgendwelche Handelsrouten. So, erzähl mir was. Die mysteriösen Artefakte. Die Entdeckung einiger sonderbarer Artefakte an Bord verängstigt die Mannschaft. Sie gurtet sich an Reling, Kisten, Brettern und so an gar an den Tisch des Captains. Eine Warnung, eine Drohung und wer hat sie dort abgelegt? Da die nahegelegene Insel unbewohnt ist, kann der Verräter nur an Bord sein. Die Mannschaft muss letzte Nacht etwas gesehen oder erfahren haben. Ja, fragen wir doch mal die Mannschaft, wer das war. Eine störrische Episode. Niemand weiß etwas. Oder vielleicht verbergen sie es. Die Mehrheit tendiert zu Letzterem. Jemand will, dass diese Expedition scheitert. Und diese Bildnisse sind eine Drohung. Angst greift um sich. Im nächsten Hafen verlässt ein Großteil der Mannschaft das Schiff. Ach du Scheiße. Alter! Nur dank deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. Verdammte Kacke! Die Epidemie wurde besiegt. Das ist ja mal richtig Mist. Admiral auf der Brücke! So, du sollst doch auch viel mehr transportieren, nicht nur Schnaps, oder? Ist das eine reine Schnapsroute? Wer fährt hier? Die Nordwind und die Kurfürst. Kurfürst hat aber nur noch Schnaps an Bord. Die Nordwind hat auch nur noch Schnaps an Bord. Ja, natürlich klappt das dann nicht. Hm. Wie Mokwedis. Gucken wir mal. Wir machen hierfür einfach eine extra Handelsroute. Und dann klappt das auch mit dem Hopfen und den Fellen. Und dann reicht dann auch die beiden Schiffe. Die Insel eines Konkurrenten. So, und dann machen wir hier nämlich nicht mehr Hopfen. Dann lädst du hier Schnaps ein. Und da wieder aus. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. So, was ist denn hier los, Alter? So, dann machen wir das so. In die Takelage. Eine Expedition zugewiesen. Warum fährst du nicht? Expeditionsmenü. Fremdenführerin. Bringt gar nichts. Eine Damenschneiderin. Bringt auch nicht wirklich was. Gut, dann fangen wir erstmal mit Waren an. Wir brauchen Seife. Wir brauchen Rationen. Und möglichst hochwertige, würde ich sagen. Oha. Faunaugen, welch seltene Schmetterlingsart. Darfst du nicht. Sicher, das nicht so gemeint.
Wie machen wir das? Wir geben den Fenster mit, so. Das ist ganz schön wenig. Wir bräuchten hier eigentlich noch ein paar Leute. Bringt auch nichts. Mensch! Die Kiste will ich. Nee. So, das lassen wir erstmal. Und dann kannst du nämlich auch wieder frei durch die Gegend scheppern. Und fährst dann einmal in den Heimathafen. Die ist mittlerweile echt tote Hose. Mein Schiffchen ist auch gleich da, das ist gut. So, dann kriegen wir hoffentlich endlich mal unser Bierproblem in den Griff. Ja, das sehe ich, dass euch das Material ausgeht. Wie sieht es denn mit dem Brot aus? Nicht so gut, wie ich das gern hätte. Also, eine weitere Windmühle und einen weiteren Bäcker. Eine Windmühle und einen Bäcker. Zack, und dann können wir hier mal eine Straße langziehen. Und generell mal Steinstraßen hier bald anfangen. Ist ja nicht zu ertragen. Zack, und dann steht auch die Uni. Endlich haben wir mal genug. Ein paar Steinchen haben wir noch übrig. Können wir da langsam die Keimauer ein bisschen erweitern. Immer schön Schritt für Schritt. 18. Und hier noch ein Depot bauen. Ne, passt nicht mehr. Also wir könnten den Hafen ein bisschen verschieben, dann wird das vielleicht gehen, aber lassen wir so.